Weil ich denn hier drüben. Der Frauentoilette. Ach du heilige Scheiße! Das sind mindestens 12 Kurix. Ja, damit können wir wahrscheinlich später agieren. Nehme ich mal an. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Wir gönnen uns jetzt erstmal Schrott und Schrott. Vielen lieben Dank. Wir gönnen uns jetzt erstmal. Wo will ich denn gerade hin? Frage, wo war mein Zuhause? War das mein Zuhause? Nee, war das nicht. Aber hier war ich noch gar nicht. Oh, ein Einhorn. Jetzt glaube ich auch wieder so eine Rohrkacke. Ja. Können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nichts anfangen? Oh Mann, meine Nase juckt die ganze Zeit. Verdammte Scheiße. Trips, was immer das ist. Hier unten hat es auf jeden Fall sich irgendwer gemütlich gemacht. Was haben wir denn da? Ein Dieb. In meiner Männerhöhle. Oder eher Männerküche. Erinnerst du Capri-Sonne? Oh, das waren die Besten. Ich erinnere. Oh, ich erinnere. Erinnerst du Takeshis Castle? Klar erinnere ich. Beste Sendung überhaupt. Ja, die Sendung war wirklich cool. Die habe ich gerne geguckt. Die habe ich wirklich gerne geguckt. Ignoriert mich, ich nehme nur eure Bude auseinander. Werf ein bisschen mit Sachen rum. Ich würde dich liken, wenn dein Outfit etwas schicker wäre. Ach, auch noch Wünsche. Du kannst ein Selfie machen und Kunstagram-Freunde sein. Ja, da bin ich für, ne? Können wir auf jeden Fall machen. Gibt's neuer? Strafst du immer noch alle mit Schweigen? Gute Nachrichten! Es gibt neue Ware im Babyshop. Im Babyshop? Wie sehe ich denn für dich besser aus, ha? Huh? Soll ich einen Bart anhaben? Eine vernünftige Brille? Ach du Scheiße, ein Hexenanzug. Wo habe ich jetzt auf einmal so viel Geld her? Wo haben wir denn so viel Geld her? Komm, dann nehmen wir den Kram noch mit. Ah ja, Zug nochmal mit, das nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch mit. Würde ich eigentlich alle gerne mitnehmen. Danke. Nehmen wir noch mit. Und wir nehmen den Bart mit. Gefällt mir. Machst du jetzt ein Foto mit mir? Willst du eins dieser selbstgemachten Kostüme tragen, würde ich dich liken. Ah, jetzt auf einmal diese, deine komischen Kostüme soll ich tragen, oder was? Das ist nicht. Das sehe ich gar nicht ein. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Das kannst du knicken. Wir hätten gerade looten können, dann machen wir da auch noch. Bruststraffercreme. Sowas gibt es, ja. Abnehmen leicht gemacht. Stoffballen. Abnehmen live gemacht. Taxigeld. Was? Dumme, verzogene Hure-Handy. Okay. Ein bisschen lieblos. Und jetzt gehen wir nochmal eine Runde aufs Töpfchen. Easy. Easy. Die Toilette war einfach. Die war wirklich einfach. War sehr. Hier haben wir noch was zu mitnehmen. So.
Aber wo finden wir jetzt unser Zuhause? Ödlandwille zu irgendwas. Soll die Sachen vielleicht erst lesen? Erdgaskleber. Aliens Welcome. Mäusekot haben wir bekommen. Mausketiere. Hier sind wir auch nicht zu Hause. Was ist denn das? Wo sind wir denn hier? Omas Mac and Cheese, Kuhnkuchen. Aber wo sind wir hier? Das ist eine komplett leere Bude. Achso, ich hab dem so einen Namen vergessen. Ja, ansonsten nichts. Sieht ja nicht so ganz gemütlich aus hier. Noch ein Scheißhaus. Schokohörnchen sind wir. So, Problem gelöst. Und wir haben Abwasserhörnchen mitgenommen. Wunderschön, damit kann man noch was anfangen. Auch alles leer. No Drone Zone. Haben wir schon gelootet. Ist das unser Zuhause? Nein. Ich meine nicht. Sag mir Bescheid, wenn du was für meine Sammlung findest. Ja, ich hab ein paar. Oh hey, was spielt ihr denn heute Feines? Ich sammle immer fein für dich. Hat der Herr was Schönes. Hier, ne? Hallo, ich bin Pauli, dein Spielkumpel. Siehst du den roten Riss? Für den brauchst du eine richtig fette Explosion. Achso, du benötigst eine neue Fähigkeit, okay. Aber wo sind wir denn hier zu Hause, verdammt? Hier auf jeden Fall nicht. Hey, Viertklässler, komm, spiel mit uns Großen! Nein, 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 kein Bock. Das ist nicht dein Zuhause. Nicht? Hilf Jimmy, sein großes Projekt abzuschließen und dann machen wir ein Set. Okay. Ah! Gott. Habe ich echt ja dazu gesagt? Oh, da haben wir noch kein Selfie. Preise den Herrn, kleines irres Kind. Bin ich irre. Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Guck dich mal an mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. Ja, ich habe auch ein cooles Handy. Sehr cooles Handy, mega wert. Nicht, ja doch, ich habe eine Allergie gegen, dumme Menschen. Wenn man versteht, was man meint. Ne, ich hab manchmal, weiß ich nicht, manchmal habe ich einfach so Momente, aber da niese ich auch, ich weiß nicht warum. Wenn du ein paar neue Freunde finden willst, werde ich dich nicht davon abhalten. Du musst nur die Klappe halten, du weißt ja, was ich meine. Ich kann mich auf dich verlassen, oder? Wo sind wir hier?
Ja, wow. Das hat's echt gebracht. Kommt, Mietis, ich hab Bock auf Pornos. Ja, dann gönnt euch doch. Ja, zieh nur den Schwanz ein, Viertklässler. Ich hab Wichtigeres zu tun, Freundchen. Mann, wo ist denn mein Zuhause? Ein weiter? Irritiert halt total. Das ist auf jeden Fall die Hauptbasis hier. Conan France. Gehen wir mal kurz runter und gucken, was da abgeht. Fick. Dich. Mom. Die Artefakte sind ein wichtiger Teil deiner Power, Kumpel. Am besten stimmst du die Artefakte auf die Kräfte ab, die du im Kampf verwendest. Bis zum nächsten Tipp. Danke, Tauli. Herzlichen Glückwunsch. Alle Käufe sind bindend. Ist die so, ja? Gut, die Brille brauchen wir auch noch. Rezepte, Boosterlist. Ablendlicht, ich muss das noch einstellen. Die verzauberten Feuer von Einhörnern. Okay, okay. Der Kunststuhl, danke für deinen Einkauf. Und hier haben wir noch ein paar. Glückwunsch. Danke für deinen Besuch des offiziellen Kuhn in Friends Store. Kein Ding, Kumpel. Dem haben wir auch noch kein Selfie gemacht. Wie läuft okay? Erledigt? Ja, ja. Wer würde nicht gerne ein Selfie mit dem Craig aus Stahl machen? Mama! Machen wir. Oh gut, wir sind fertig. Das ist kein Spielzeug, merkt ihr das Neue? Auch wenn es vielleicht so aussieht. Kein Problem, schließlich hast du mich vor den Raisins Girls gerettet. Ja, Mama, wollen wir ein Selfie mit mir machen? Das ist das Mindeste, was du für mich tun kannst. Mir ärgert das mit Wolfenstein echt, dass ich so hart dieses Spiel nicht konnte, ne? Bin ich die Lebensberatung? Ja. Du hast meine alternativen Kostüme für Spezialmissionen entdeckt. Ich habe den Wasseranzug gebraucht, als Professor Chaos Starks Pond ablassen wollte. Den Rüstungsanzug habe ich zum Schutz vor Humankinds Laser erfunden, falls er sich je gegen mich wendet. Okay. Oh klar, du willst jetzt was in den sozialen Medien posten, gut? Ja, möchte ich, bitte. Top! So, dann verbieseln wir uns mal wieder hier. Jetzt gehen wir nach Hause. Ich habe nur keine Ahnung, wo zu Hause ist. Das ist gerade mein Hauptproblem. Ich würde nämlich gerne einmal kurz an meine Kiste daheim. Und jetzt eigentlich überall. Es müsste das nächste Haus sein, sonst weiß ich echt nicht mehr weiter. Hier wollen wir auf jeden Fall nicht. Du musst nachts kommen. Dieser Wichser wartet immer, bis es dunkel wird. Ist Opi nicht hier? Ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Sabbermaul. Patches hätte mir Kondome gebracht. Ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Sabbermaul. Ja. Patches hätte mir Kondome gebracht. Mach ein Foto mit deinem Opa, Billy. Ja, Foto mal ja gerne. Aber wir übergeben ihm jetzt. Danke dir. Du bist besser als dein Tunichgut von Vater. Ich hab ein Date mit einer süßen 82-jährigen Billy. Wart nicht auf mich. Na, wenn das nicht das beste Enkelkind des Jahrhunderts ist. Jetzt hat's funktioniert. Okay. Ich werde Miss McGillahay durchvögeln, dass ihr die Ohren klingeln. Miss McGillahay wird abgehen wie ein Zäpfchen. Ich hab ein Date mit einer süßen 82-jährigen Billy. Okay, er wiederholt sich. Wart nicht auf... Der Typ, der auf dem Sofa saß, ist mein Vater. Stimmt, das hat Sinn gemacht. Ich bin mir auch schon gewusst. Moment, wer ist das denn? Das macht Sinn. War eins hier vor, ne? War das hier? Hier, Mietz, Mietz, komm, Mietz. Halt die Schnauze. Nein, das war noch ein weiter vor. Gegen die Sechstklässler habe ich gerade so gar keinen Bock. Viertklässler. Bisschen näher noch? Nee. Kannst du klicken. Die 1, die 1550. Komischer Tipp.
Immer noch Updating, okay. Was haben wir jetzt Neues? Ein Zielkreuz, neues Kostüm, okay. Eine Aliensonde, ein neues Artefakt, noch ein Artefakt. Eine Königsrobe, eine Königsrobe, eine Königsrobe. Balkenbemalung. Die Twitch Prime Sachen. Noch mehr. Noch mehr. Alter. Das ist ein bisschen, was wir jetzt bekommen haben. Ein bisschen viel ist das. Aber Hauptsache, wir haben jetzt Sachen. So, wunderschön. Oh, hallo Schatz. So, jetzt können wir endlich weiterziehen. Wo sind wir hin? Wir gehen mal ganz nach links. Das ist unsere aktuelle Mission. Na, da gehen wir nach oben. Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Ah! Ah! Hier, Pussy Pussy! Boom. So, machen wir die eben fertig. Den Plan aber eben ändern. Ich möchte gerne statt Moskito. Und die freigeschaltet, möchte ich ihn ja haben, lieber. So. Und Moskito fand ich eigentlich nicht so praktisch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, er ist auf jeden Fall schon mal angewidert, das ist ganz gut. Es ist ein großer Fehler, sich mit Cocoon and Friends anzulegen. Zeig uns, was du drauf hast. Boom! Hey, du solltest dir eigentlich in die Hose machen. Hat nicht so geklappt, wa? Nehmt eure Medizin, Zwerge. Boom. Wenn du so weitermachst, hast du bald Burnout. Alter, nur 2 AP. Ich bin jetzt dran. Ah, tut dir weh. Das Viertklässler in der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Ja, fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Nö. Dafür kotze ich nicht auf die Straße. Kein Power! Ein bisschen Schutz schadet nie. Also los. Warum geht das nicht? Erledigen wir das oder was? Oh, wir sind fertig. Aber ich schon mal Ei kaputt hier. Hau sie weg, Neuer! So. Dann haben wir jetzt hier vorne nämlich wieder am Platz. Oder kann einer von den Herrschaften hier vorne, nämlich hier Jimmy, hingehen? Und einen super Angriff machen. Achso, das ist nur für Teammates, okay. Boom. Das war episch. Euch Platz zu machen fällt unter Anti-Aggressionstherapie. Oh, oh, Ruhe da hinten. Ich bin drin. Okay. Ja, meinen jetzt. Er ist es, Super Craig. Laden, wir versammeln. Ja, kann ich schon wieder nicht nutzen. Mach sie fertig, Saftsack! So sorgt man für Schmerz. Blitzfreak, tschüss! Hallo, schön, dass du da bist. Boom! Alter, chill! Okay, der sollte jetzt verbrennen und hoffentlich umkippen. Viertklässler versohlen, geile Sache!
So geht's manchmal selbst. Jetzt verbrennt er wahrscheinlich, oder? Überlebt bitte. Oh, Mann. Jetzt habe ich gerade die Chance gehabt, eine Superfähigkeit zu benutzen. Sack voller Spuckbälle. Ja, die nehme ich doch gerne mit. Die nehme ich doch gerne mit. Ach ja. So, was möchte mein Handy von mir? Nichts, okay. Nehmen wir mit und ziehen weiter. Ja, die Briefe hast du nicht kaputt machen. Okay. Hier war ein Stück weiter. Hinten zum hier. Vergessen, wie er heißt. Schade, ich dachte, ihr könnt die Schmetterlinge verscheuchen. Achso, hier ist es. Okay. Ja klar, kann ja auch noch daran noch nicht gewesen sein. Desinfektionsmittel. Da nehme ich gerne mit. Können wir den Kofferraum auch noch machen? Nee. Das sah nur so aus. Aber schön, dass die Leute ihr Auto offen lassen. So, Schnellreise haben wir freigeschaltet. Hey. Ja, hier müssen wir rein. Erstmal gehen wir noch ein Stück nach links und gucken, was hier vorne abgeht. Orkanhut, den nehmen wir natürlich mit. Wo landen wir hier? Aber wir sind bei der Kirche. Wir sind hier hinten. Okay. Okay. Toll, wie du mir geholfen hast, das Schnellreisesystem einzurichten. Wunderbar. Schau mal deine Spielzeugkiste. Och, da kommen wir doch gerade her. Da komme ich doch gerade erst her, Mann. Oh, ich dachte gerade, wir stecken jetzt hier fest und wieder zurücklaufen. Wäre ich abgedreht. Okay, komm, wenn wir schon mal hier sind. Das ist ja nur eine Nebenmission, dann gehen wir mal eben in die Kirche. Oh, hallo mein Kind. Dich habe ich ja noch nie gesehen. Aber du kommst zur rechten Zeit. South Park steht am moralischen Abgrund. Unsere Katzen werden gestohlen, Häuser mit Klopapier geklopapt. Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frage jetzt mal ganz gerade heraus. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Ich kann deine Verwirrung verstehen. Aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht des Problems. Tu den ersten Schritt, mein Kind. Betritt diese Meditationskammer. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Okay. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Stell dich deinen Ängsten. Dein Dad hat deine Mom gefickt. Hast du Angst im Dunkeln? Vor Schlangen? Der Farbe Blau? Oh, hey. Ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Ja, genau. Ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Hast du dir sowas jemals träumen lassen? Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. Oh, nee! Der hier mag es wohl etwas ruppiger. Soll mir recht sein. Langsam Attacken ein, Wasser an deinem Geschrei von Quadraten. Ja, okay.
Aber nicht hinter den Stellen. Wir hatten gehofft, du wolltest büßen, Sünder. Ich habe Gottes Liebe hier. Wer will sie spüren? Oh, nee! Hier kommen die Hände Gottes. Mann, dieser Priester mag Kinder wirklich sehr. Seine Umarmungen will man echt vermeiden. Sonst brauchst du vielleicht wirklich ein Handtuch. Danke, Tauli, für diese Weisheit. Was würden wir nur ohne Tauli tun? Oh, das mag ich. Ha! Gib dich der Liebe Gottes hin. Kannst du auch auf die andere Seite gehen? Kann ich euch beide treffen, ja? Wäre sehr nett. Oh, gleich bin ich in Stimmung. Aber du brennst. So, der verbrennt jetzt nämlich von alleine. Und mein Ziel. Oh, Gottes Liebe erfüllt mich. Gott. Wer hat sich das ausgedacht? Ich werde gleich dein Gefäß füllen. Du bist tot. Ich war lowlife? Oh. Ich war lowlife. Gut. Dann. Oh, hallo, mein Kind. Dich habe ich ja noch nie gesehen. Gehen wir doch mal hin und machen die jetzt kaputt. Der hier mag es wohl etwas ruppiger. Soll mir recht sein. Ich will kurz überlegen. Mit diesem Angriff kann ich zwei Leute gleichzeitig treffen. Das heißt, ich muss es schaffen, hinter die beiden zu kommen. Das heißt, ich breche jetzt diesen Zug hier ab und hoffe, dass sie genau nebeneinander stehen. Man kann ich jetzt in beide Leitfeld treffen. Verdienen seine Liebe, also halt still. Jetzt die Schnauze. Ich habe niemanden, dem ich Gottes Liebe geben kann. Mann, dieser Priester mag Kinder wirklich sehr. Seine Umarmungen will man echt vermeiden. Sonst brauchst du vielleicht wirklich ein Handtuch. Ja. Oh, das mag ich. So. Ha! Sei nicht schüchtern, es gibt keinen Grund dafür. Hat's voll gemacht, Jung. Oh, gleich bin ich in Stimmung. Ah, herrje! Oh, Gottes Liebe erfüllt mich. Erzähl's aber keinem. Widerlich, die beiden. So. So. Das hätte ich von Anfang an so machen sollen. Gib dich der Liebe Gottes hin. Easy. Himmlischer Anzug. Oh, und wir haben 26 Cent bekommen. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Gott verdammt, ich kann ein Kind keine zwei Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht. Ihr kommt definitiv in die Hölle. Und jetzt raus hier. Die Spinnkönigin sagt was anderes. Ich zieh mir zur Buße den Lümmel an. Tja, nun, das tut mir jetzt wirklich furchtbar leid. Weißt du was? Ein Rabbi hat mir mal dieses Macaroni-Bild geschenkt. Oh. In Zeiten schwerer Prüfungen nutze es, um den Propheten Moses anzurufen. Viel Glück auf deiner spirituellen Reise, mein Kind. Haben wir jetzt einen neuen Begleiter? Ja. Du hast deine erste Beschwörung erhalten. Greif im Kampf auf das Gegenstandsmenü zu und benutze das Macaroni-Bild, um Moose Hilfe zu rufen.